Man definiert das zweite Integral von Euler b von mn durch b von mn ist das Integral von 0 bis 1 von x hoch m minus 1 mal 1 minus x hoch n minus 1 dx für beliebige reelle streng positive Zahlen m und n. Klein a, berechne b von 1, 2. Klein b, berechne b von 3 halbe, 1 halbes. Klein c, zeige, dass b von mn gleich ist zu b von nm, indem du einen adäquaten Variablenwechsel anwendest. Wir beginnen klein a mit der Definition von b von mn und um b von 1, 2 zu finden, reicht es, m zu ersetzen durch 1 und n zu ersetzen durch 2. So finden wir, b von 1, 2 ist das Integral von 0 bis 1 von x hoch 0 mal 1 minus x hoch 1 dx, also so. Das heißt, wir suchen das Integral von 0 bis 1 von 1 minus x dx. Eine Stammfunktion von 1, das ist x, und eine Stammfunktion von x, das ist x Quadrat halbe. Und somit brauchen wir nur noch diese Stammfunktion variieren zu lassen von 0 bis 1. Ersetzen wir x durch 1, so finden wir 1 minus 1 halbes, also 1 halbes. Und ersetzen wir x durch 0, so finden wir 0 minus 0. Also bleibt noch 1 halbes minus 0, das heißt 1 halbes. Und somit haben wir gefunden, dass b von 1, 2 gleich ist zu 1 halbes. In klein b starten wir wieder mit der Definition von b von mn. Und um b von 3 halbe 1 halbes zu finden, reicht es, m zu ersetzen durch 3 halbe und n zu ersetzen durch 1 halbes, also so. 3 halbe minus 2 halbe, das macht 1 halbes. X hoch 1 halbes, das ist die Quadratwurzel von x. 1 halbes minus 2 halbe, das macht minus 1 halbes. Wir setzen die Potenz 1 minus x hoch minus 1 halbes als Nenner. Im Nenner wird diese Potenz also zu 1 minus x hoch 1 halbes, also zur Quadratwurzel von 1 minus x. Diese zwei Quadratwurzeln können wir zusammenfügen in diese einzige Quadratwurzel und jetzt bleibt noch dieses Integral zu berechnen. Und um das zu berechnen, nehmen wir den Variablenwechsel vor, x gleich Sinus im Quadrat von u. Dieser Variablenwechsel kann umgekehrt werden in u gleich Arcus Sinus von Quadratwurzel von x. Wenn x 0 ist, so, dann ist u Arcus Sinus von der Quadratwurzel von 0. Die Quadratwurzel von 0, das ist 0, und Arcosinus von 0, das ist auch 0. Also in diesem Falle finden wir für u 0. Wenn x 1 ist, dann ist u Arcosinus von der Quadratwurzel von 1. Die Quadratwurzel von 1, das macht 1. Und Arcosinus von 1, das macht Pi halbe. Also in dem Fall ist u gleich Pi halbe. Nach diesem Variablenwechsel
wird unser Integral also zu diesem. X variiert von 0 bis 1 und dann variiert u von 0 bis Pi halbe, von 0 bis Pi halbe. Wir haben die Quadratwurzel von x. X ist Sinus im Quadrat von u geteilt durch 1 minus x, also 1 minus Sinus im Quadrat von u mal die Ableitung von dem x gegenüber der Variablen u. Und die Ableitung von Sinus Quadrat von u, das ergibt 2 mal Sinus von u mal die Ableitung von Sinus von u, das heißt mal Cosinus von u. Und hintendran haben wir noch das du. 1 minus Sinus Quadrat von u ergibt durch die Grundformel der Trigonometrie Cosinus im Quadrat von u. Und da der Sinus zwischen 0 und Pi halbe positiv ist und der Cosinus auch, ergibt die Quadratwurzel von Sinus Quadrat von u geteilt durch Cosinus Quadrat von u Sinus von u geteilt durch Cosinus von u. Also so. Diese 2 ist konstant und multipliziert, also kann die als multiplikative Konstante aus dem Integral raus und multipliziert da vorne. Hier können wir noch durch Cosinus von u teilen und somit erhalten wir dieses Integral, das zu berechnen bleibt. Um eine Stammfunktion von Sinus Quadrat von u du zu finden, wenden wir die Formel von Carnot an, die besagt, dass Sinus Quadrat von u gleich ist zu 1 minus Cosinus von 2u geteilt durch 2. Eine Stammfunktion von 1 halbes du, das ist u halbe, und eine Stammfunktion von Cosinus 2u geteilt durch 2, das ist Sinus 2u geteilt durch 4. Also so. Jetzt lassen wir diese Stammfunktion variieren von 0 bis Pi halbe. Und somit erhalten wir, dass b von 3 halbe 1 halbes gleich ist zu 2 mal die Variation von dieser Stammfunktion von 0 bis Pi halbe. Zuerst ersetzen wir u da durch Pi halbe. Pi halbe geteilt durch 2, das macht Pi Viertel. Jetzt ersetzen wir dieses u ebenfalls durch Pi halbe. So haben wir hier 2 mal Pi halbe, das heißt Pi, und der Sinus von Pi, das ergibt 0. Also bei Pi halbe finden wir hier Pi Viertel. Jetzt bei 0, 0 halbe, das macht 0. 2 mal 0 macht 0. Der Sinus von 0 ist auch 0. Also entfällt diese Zahl bei 0. Somit finden wir also 2 mal Pi Viertel minus 0, das heißt Pi halbe. Und demzufolge ist b von 3 halbe 1 halbes gleich zu Pi halbe. In klein c starten wir wieder mit der Definition von b von mn, das heißt mit diesem Integral, und wir möchten beweisen, dass dieses Integral gleich ist zu b von nm. Dazu starten wir mit diesem Variablenwechsel x gleich 1 minus u. Der kann umgekehrt werden in u gleich 1 minus x. Wenn x gleich 0 ist, dann ist u 1 minus 0, das heißt 1. Wenn x gleich 1 ist, dann ist
u 1 minus 1, das heißt 0. Nach diesem Variablenwechsel verwandelt sich dieses Integral also in Integral von 1 bis 0 dieses x. Das ist 1 minus u, wir ersetzen es also durch 1 minus u hoch m minus 1 und 1 minus x ersetzen wir durch u, also u hoch n minus 1 und dann müssen wir noch multiplizieren mit der Ableitung von x gegenüber der Variablen u und das macht minus 1. Also mal minus 1 du. Diese Zahl minus 1 ist konstant, sie hängt nicht von der Variablen u ab und multipliziert. Also darf die raus aus dem Integral und so steht vor dem Integral ein Minus. Dieses Minus verschwindet wieder, wenn wir diese Integrationsgrenzen 1 und 0 vertauschen. Und somit finden wir, das Integral von 0 bis 1 von u hoch n minus 1 mal 1 minus u hoch m minus 1 du. Und je nach der Definition von diesem zweiten Integral von Euler ist dieses Integral genau gleich zu b von n m. Und somit haben wir bewiesen, dass b von m n gleich ist zu b von n m. Es ist das, was zu beweisen war.